Der deutsche Kabarettist und EU-Abgeordnete Nico Semsrott hat die Debatte zur Wahl der EU-Kommissionspräsidentin unterbrochen. Er wollte überprüfen lassen, ob die Kandidatin Ursula von der Leyen Interessenskonflikte habe. Semsrott, der für die Partei Die Partei im Parlament sitzt, zog seine Kapuzenjacke aus und zeigte einen mit Werbebotschaften zugeklebten Pulli. Vermutlich eine Anspielung auf die Beschäftigung teurer Berater in von der Leyens Verteidigungsministerium sowie auf die europäische Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen. Parlamentspräsident David Sassoli ließ den Antrag nicht zu.